In der Landessportschule Bad Blankenburg kamen im Zuge des Leistungscamps viele der U15 Mädchen zum ersten Mal in das Umfeld der Nationalmannschaft. Neben Eingangstests und Trainingseinheiten hatte Bundestrainer Stefan Minak dieses Mal eine Besonderheit für die Mädchen parat. Leonie Fiebig und Emily Bessoir, zwei Europameisterinnen von 2018, wechselten die Perspektive und unterstützten den Trainerstab als Coaches und Mentorinnen für den DBB-Nachwuchs. Ja, super, also ich finde es total cool. Ich war direkt in, also es macht auch total Spaß. Wir hatten gestern eine Trainingseinheit und die Mädels sind auf jeden Fall total motiviert und haben Bock. Und wenn man sowas sieht, dann macht es natürlich auch immer Spaß als Trainer. Hast du schon eine kleine Leonie getroffen, die sich in dem Alter an dich erinnert vielleicht? Noch nicht, aber es kommt bestimmt. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Ich kann auf jeden Fall sehr mit den Mädels mitfühlen, weil ich ja selber in deren Haut gesteckt habe. Deswegen ist es interessant zu sehen, wie man das Camp als Coach sieht und wie man da versucht, mit den Mädels einfach weiterzuhelfen. Ist auf jeden Fall was Neues. Die beiden zusammen hier live zu haben für die Kids, als Idole, als Vorbilder, ist sensationell. Und ja, vielleicht wird aus so einer Idee auch eine Tugend. Alle, die jetzt auf dem Weg nach oben sind, haben immer gesagt, wie wichtig es ist, dass sie Vorbilder haben. Und auch, dass sie dann irgendwann ja realisiert haben, dass sie selber Vorbilder jetzt sind für die Leute, die nachkommen. Und ich glaube, dass diese Connection sehr, sehr wichtig ist und dass wir die schaffen müssen. Und ich denke, dass vielleicht auch in Zukunft dann das Camp auch eine gute Chance dafür wäre. Nach den Einheiten mit den U15-Mädchen bot sich für Leonie und Emily die Möglichkeit, gemeinsam mit Coach Minak an Skills zu feilen und Abschlüsse aus verschiedenen Situationen zu trainieren. Auch Praise Egarefba, die sich dem Camp angeschlossen hatte, um sich auf 3x3-Events vorzubereiten, nutzte die Gelegenheit, um besser zu werden. Für Emily Bessoir gab es allerdings keinen unmittelbar bevorstehenden Wettkampf. Die gebürtige Münchnerin hatte in diesem Sommer ursprünglich geplant, ihr Stipendium an der University of California in Los Angeles zu beginnen. Doch auch sie musste umdisponieren. Von Frustration ist bei ihr trotz der durchkreuzten Pläne allerdings nichts zu spüren. Auch eine potenzielle Alternative hat sie bereits im Sinn. Tatsächlich, so frustriert bin ich gar nicht, weil im Endeffekt wird es das auch nicht ändern, die Situation. Deswegen versuche ich einfach das Beste daraus zu machen, meine Nach-Abi-Zeit ein bisschen zu genießen ohne Schule und konnte jetzt auch trainieren, ein bisschen in Wasserburg mal sein. Und genau, deswegen würde ich sagen, dass ich die Zeit ganz gut nutzen kann. Ich kann mir vorstellen, oder ich würde wahrscheinlich hier in Deutschland noch spielen, also vielleicht in Wasserburg, weil es ja auch in der Nähe von München ist. Es muss aber noch abgeklärt werden mit meiner Uni, ob das überhaupt erlaubt ist, weil die haben ja relativ viele Regeln in der NCAA. Und das wäre dann so mein Plan, dass ich dann dort zumindest trainieren kann. Ob ich spielen darf, weiß ich nicht, aber das wäre grob mein Plan. Und Online-Classes habe ich von UCLA trotzdem noch. Leonie Fiebig dahingegen wird definitiv nächste Saison für Wasserburg auflaufen, um dann im kommenden Jahr den Schritt in die WNBA zu den Los Angeles Sparks zu machen. Für die anstehende Spielzeit hat die Leistungsträgerin des DBB-Titelteams von 2018 bereits klare Vorstellungen. Also ich würde erstmal gerne mehr in eine Führungsrolle hineinwachsen, mehr Verantwortung übernehmen auf dem Feld und neben dem Feld und mich persönlich weiterentwickeln und mich sozusagen so gut wie es geht auf die WNBA vorbereiten. Immer mehr deutsche Nachwuchsspielerinnen zieht es ans College und in die WNBA. Bundestrainer Stefan Minak blickt daher zu Recht optimistisch in die Zukunft des deutschen Basketballs. Also erstmal sagt das, dass wir in Deutschland unfassbar viel Talent haben und dass wir sehr viele Ausnahmespielerinnen hier haben in unserem Land, die tatsächlich es jetzt endlich mal bis nach ganz oben geschafft haben und dass wir als Verband sie über einen Teil des Weges in der Jugend bisher begleiten konnten und hoffentlich auch weiter ihnen die Türen öffnen für vieles mehr zusammen. Das freut uns natürlich und wir sind sehr, sehr gespannt, was die Zukunft noch so mit sich bringt.